tax collector. I'm melting! I'm... Your God, Your Majesty. Tax collector. Oh, diddly, hey, diddly, oh, diddly, oh. Ich wäre aber froh, wenn ein Tax Collector hier das Geld abholen würde. Ja, warum kriegen wir schon die Endgame-Musik? The Royal Treasury is nearly empty. If I had my good hammer, you'd be sorry. The unholy are near. In the name of the sovereign, Tax Collector. Ja, bitte geht zum Palast. Okay, danke, dass du es endlich heimgeschafft hast mit dem Riesenbeutel Geld. More work to do. The unholy are near. I take the path less. Ja, es ist nur eine Beginnermission und trotzdem ist sie. A building has been upgraded. Nicht so einfach wie gedacht. The unholy are near. I deem your mandate just. Our magic bazaar now offers fine new elixirs, your majesty. Weil es werden neue Rattling-Nester gebaut, wenn ich nicht zu lange warte. I deem your mandate just. Energies. An unwelcome guest. The unholy are near. If I had my good hammer, you'd be sorry. Oh ja. Langsam aber sicher kriegen wir das auch noch hin. Mit unserer kleinen Base da die Rattennester einzuhauen. Bevor neues spawnen hoffentlich. Ich habe sogar wirklich Helden, die ich gar nicht ausgebildet habe, die einfach von jenseits der Karte kommen. Wahrscheinlich, weil das wirklich so eine Sache ist für eine Beginnermission. I serve with pleasure. Date just. Doros has spared you. Energies of light. Oh, das Rattennest und wir haben eigentlich gewonnen. Mal sehen, ob dann auch ein Victory Screen kommt. Oder ob vorher ein neues Nest respawnt, bevor Energies of light. Sie endlich das Ding down haben. Ja, und der rennt wegen Verletzungen weg. Das ist auch vernünftig mal. Da oben ist noch eine Harpie und gleich ist das Nest kaputt. The unholy are near. We are victorious, Your Majesty. Ja, Tatsache. Alle Rattennester zerstören. Congratulations, you have won the game. Mhm.
Ich habe mich halt mit dem vielen Gold hinreißen lassen, anstatt dass ich einen zweiten Marktplatz gebaut habe. Ja, okay, so funktionieren also Freestyle-Games. Man kriegt einfach irgendwas vorgesetzt und muss es töten. In dem Fall waren es ein paar Rattennester, die wir spawnen konnten. War für eine Beginner-Quest eigentlich schon recht knackig. Aber ich habe mir auch nicht viel Mühe gegeben. Ja, hier kann ich die Sachen festlegen. Ein Außenposten. Settlement only starts with an outpost. Okay. New Settlement. Settlement starts with a level 1 palace. Settlement starts with a level 1 palace and a level 1 marketplace. Merchant Prince. Shanty Town. Settlement starts with a level 1 palace. And 4 gnome hovels. Nee, nicht so wirklich. Wildlands. Settlement starts with a level 1 palace. A temple to Chrom at the Ranger's Guild. Mhm. Frontier Settlement. Settlement starts with a level 1 palace, a level 1 blacksmith at the Ranger's Guild. Settlement starts with an outpost and 2 Ranger's Guild. Das ist die Nordwache. Ernsthaft? Wäre das Spiel nicht so uralt, würde ich das für als eine Game of Thrones Anspielung sehen. Außer das wurde in die Gold-Version mit reingepatcht. Fortified Palace. With a level 1 palace, a guardhouse and a warrior guild. Mm-hmm. Border post. Starts with a level 1 palace, 2 guardhouses and a ranger guild. Arcan Alley. Settlement with a level 2 palace, a sorcerer's abode and a magic bazaar. Rogue's Heaven. Level 1 palace, 2 rogues guild, a magic bazaar and a gambling hall. Leech of Heroes. Level 1 Palace, a Hall of Heroes, Hall of Champions, Warrior Guild und Level 2 und ein Level 2 Guardhouse. Mhm. Champions of Discord, Palace, ein Level 2 Temple of Fervos und eine Warrior Gilde. Life Givers, ein Palace, Royal Gardens, Guardhouse und Level 2 Temple of Agrella. Champions of Lore. Level 1 Dormus Tempel und eine Warrior Gilde. United Fates. Level 1 Palast, Tempel von Agrella, Tempel von Doros, Tempel von Fervus und Tempel von Krypta. Aha. Dwarven Stronghold, das ist das, womit mit dem wir gestartet haben. Wobei unser Palast schon Level 3 war. Weil Level. Oder war unser nur Level. Ne, unsere war nur Level 2, glaube ich. Level 2 Palast, Level 3 Schmiede, Level ein Settlement und ein Ballista Tower. Damit haben wir gestartet. Und den Wizards Hold halt. Palast, also Level 1 Palast, eine Bibliothek, eine Wizard Guild und ein Wizard Tower. Hm. Enemy Forces. Enemy Forces. Haben wir hier einmal Ruins of Esterhausen. Advanced S. Ah, wahrscheinlich kleine Map. Ein einziges Redman Settlement ist in dieser Mission. Wenn man es nicht schnell zerstört, werden mehrere folgen. Mehrere schwache bis starke Monster sind präsent. Red Scouts. A scouting force of Redmen has occupied several caves in this region. Few weak to average monsters. Mm-hmm. Skeletal hordes. Hordes of skeletons roaming the region. Enchanted forest. The region is home of many wild creatures. The site of arcane power is rumored to be guarded by several demon woods. Mm-hmm. Goblin tribes. The region is controlled by several tribes of goblins. Goblin caves. Some goblin castaways have set a small tribe of their own in some local caves. There is evidence that they are trying to breed giant spiders. Mm-hmm. Undead assault. The restless dead in these regions have been making open assaults on kingdom settlements. Curse of the Warg. The region is overrun by Warg and werewolves. Oh.
Wyatt expanses. Wendigo, werewolves, wargs and hellbears dominate this huge expanse of wilderness. Many average to strong monsters present. Use of this force pattern requires 128 MB RAM mindestens. Okay. Ravenous. Carnivorous beasts roam this region in search of the next meal. Okay. Goblin Fort. Goblins have fortified this region with a single goblin fortress and several watchtowers. Shadow Guardians. Numerous ancient graveyards and undead lairs litter the landscape. Mhm. Goblin Outpost. A single goblin camp is protected by several goblin watchtowers. Swamp Trolls. A large number of trolls inhabited in nearby wilderness. Several goblin tribes have allied with the trolls. Mhm. Gorgon Realm. Greater Gorgons patrol this region. There is evidence that they are guarding at least a pair of spawning grounds. Restless Dead. Undead in this region will rise up to the assault to your town. Conclave of Shamans. Shamans from the Realm of Redmen and Tribe of Goblins have begun meeting in a secret castle in this region. Necrovale. The Undead walk the land under the command of several vampires. Mm-hmm. Serpent Shrine. Deserts from Skilia's Serpent Legions have taken Deserters, nicht, also Deserteure, nicht die Wüste, have taken refuge in nearby ruins. Rumors report Harpies, Medusa and even Dragon in the area. Hm. Dragon's Nest. The region was once home to a powerful sorcerer. Now only his minions and monstrous experiments remain. Mhm. Okay, hier fangen jetzt die Expertenquests an. Serpent Assault. A sizable force of aggressive serpents have established several lairs in this region. Uh-huh. Winter Behemoths. Yetis and Wendigos stalk this frozen region. Böse. Goblins have already fortified their camps in this region, as the Goblin Stronghold und Dragon's Reach. Several dragon lairs are present in this region. Uh-huh. Walking Monsters. Kann man hier auswählen Skelette? Skeletons will enter the region from nearby wilderness. Goblin. Goblin parties will make periodic raids on your settlement. Ich glaube, ich hatte die Ruins of Exhaustion. Ja, ich glaube, das hatte ich. Weil ein Redman Settlement und daraus sind die anderen dann entsprungen. Ja, Goblin Scouts, Harpies. Das ist, glaube ich, das, was ich dann hatte, Harpien, weil die sind aus der... von der Seite gekommen. Medusas hatte ich keine. Goblin War Parties auch nicht. Werewolf will enter the region from a nearby wilderness. Minotauren. Yes. Vermintide. Redman Giant Rats will invade the region from the nearby wilderness. Vermin Assault. Redman Champion supported by Shaman and Ratapults. Mhm. Gorgon Onslaught. Gorgon and Medusa will enter the region. Vampires will enter the region in search of new victims. Shadow Beast. A huge pack of Shadow Beasts will run amok in your settlement. Okay. Enraged Dragons from the nearby wilderness will ride your settlement. Frozen Web. Yetis and Ice Dragons will raid your settlement. Hordes of very strong monsters will enter the region from all directions. Und ich kann auf Nons stellen, dass gar nichts kommt. Okay. Special Event 1. At random interval, different heroes enter the realm from the edge of the map. Ja, das ist das, was ich hatte. Respawning Lairs. Lairs that are destroyed respawn after a duration. Das ist böse. Random Disasters. At random intervals, dangerous natural or unnatural disasters may strike your kingdom. Cannon fodder. Huge waves of different creatures types will regularly invade your kingdom. We can always make some more. Sehr schön. The Hunter. Small but powerful waves of creatures begin hunting down your heroes one by one. Das ist böse. Dead heroes. Each kingdom starts with a mausoleum that contains several high dead heroes. Okay. Dark Magic. Featuring the Witch King and the Lich Queen from the original Majesty. Goblin Attack.
Now you can have goblin waves in freestyle. They are everywhere. Mm-hmm. Super lairs. The monster lairs dump out more than usual numbers of vivid creatures in periodic fashion. Treasure? Treasure chests are liberally sprinkled across the landscape. Das ist nett. Ritual of Pain. Lightning bolts and earthquakes appear throughout the land periodically. Mm-hmm. Abomination. The abomination appears after many days to harass the realm. Recantos. Rongol and Ul-Shek lay asleep in random lairs. Woe be to the heroes that waken them. Okay. Evil everywhere. At random intervals, evil creatures appear out of thin air. Veteran heroes. All heroes start out at high level. Mm-hmm. Und dasselbe könnte ich hier nochmal als zweites Event. Ah, hier kann ich sogar... Gewinn-Conditions eingeben. Eliminate on Foes zum Beispiel. Landscape, Starting Gold, Building Limitation. Brute Force, No Towers. One of a Kind, ich kann also nur eins bauen. Oder Wizard War. Building Edit Menu. Ah ja, da kann ich mir das genau angucken, was Brute Force zum Beispiel macht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Map Number kann ich sogar auch einstellen. Difficulty Beginner. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will Northwatch und Red Scouts, Goblin Scouts oder machen wir Goblin Tribes zum Beispiel, dann ist das eine Advanced Mission, weil ich nur eine Northwatch habe. Ah ja. Okay. Das sollte aber jetzt mal reichen. Jetzt haben wir auch einen kleinen Einblick in die Random Quests. Um noch ein bisschen für Spielspaß zu sorgen. Aber das lassen wir jetzt gut sein. Wir haben dieses Projekt ja jetzt schon lang genug ausgeschlachtet. Ich verabschiede mich dann mal von euch, meine lieben Zuschauer und Zwergenfreunde auch. Und natürlich die Strategiespielfans. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich, euch bei meinen anderen Projekten wiederzusehen. Damit verabschiede ich mich, indem ich hier auf Exit Game drücke und die Kerzen ausmache. Also, ciao, ciao.